Hallo zusammen, seid gegrüßt. Heute möchte ich euch die Himmelskönigin Maria vorstellen. Und im Hintergrund seht ihr heute mal drei Bilder. Genau, ich bin auch im oberen Bereich des Ateliers. Und ja, Maria ist eine Göttin, eine Energie, die mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und wo ich eben auch ganz viele wunderschöne Erfahrungen machen durfte. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich in Süddeutschland geboren. Das heißt, ich komme aus dem katholischen Bereich. In Ochsenhausen gibt es eben die Klosterkirche. Und mittlerweile ist es, glaube ich, hat den Basilika-Status bekommen. Und am Hochaltar, wunderschön, ist ein riesiges Marienbildnis. Und ja, mit dem bin ich einfach groß geworden und begleitet mich seitdem eigentlich mein ganzes Leben lang. Und im Hintergrund seht ihr nun drei Bilder, die zu dem Thema Maria, die ich zu dem Thema Maria gemalt habe. Das ist ein Bild, was noch auf La Palma entstanden ist und diesen mütterlichen Aspekt darstellt, Mutter mit Kind, diese Fürsorge, diese Liebe darstellt und eben aber auch dieses Loslassen und das Tragende. Dann ist hier ein Bild, quasi die Kreuzesabnahme, das ist die Maria und hier seht ihr vielleicht auch noch, oder könnt ihr erkennen, so die Wirbelsäule und die Schulter Jesu und oben noch so den Nacken und dann eben auch so dieser nach innen gekehrte Blick und die Lilien, die Königslilien. Ja, die Lilien stehen ja auch für Reinheit, für Liebe, aber auch für Vergänglichkeit und für Liebenswürdigkeit. Und die Lilien haben aber auch so unterschiedliche Geschichten. In Ägypten stand die Lilie zum Beispiel auch für Fruchtbarkeit und für Wiedergeburt, für Geburt und Wiedergeburt. Es gibt dann eben auch diesen Oberägypten, diesen Lilienzepter. Dann in der griechischen Mythologie ist es so, dass die Lilien dadurch entstanden sind, dass Hera, als sie gestillt hat, ist ihr ein Tropfen Milch von der Brust auf die Erde gefallen, wodurch dann die Lilie entstanden ist. Und in der jüdischen Tradition ist die Lilie dadurch entstanden, als Eva aus dem Paradies geworfen wurde. Das ist tja, eben nochmal ein anderes Thema. Da ist dann die Lilie entstanden, indem eine Träne den Boden berührt hat und dadurch ist dann diese Lilie entstanden. Ja, und dann hier haben wir noch einmal die Maria mit dem Strahlenkranz. Sie steht eigentlich auch auf einer Mondsichel. Und dieses Bild ist entstanden 2016 nach Ostern. Und zwar waren wir in Südspanien und kamen am Ostersonntag eben an diese Prozession in Alicante. Und das war einfach unheimlich beeindruckend und berührend. Da trugen dann die Männer, die Maria von den Treppen runter, dann auch so auf den Rathausplatz und vorweg gingen. Und weiß ich nicht, wie viele, 30 Frauen, junge Frauen, ältere Frauen, alle in weiß gekleidet oder in Elfenbeinfarben. Ja, war sehr berührend. Ja, also für mich ist eben auch so mega spannend, weil die Himmelskönigin ist eigentlich auch ein Titel für viele Göttinnen im Laufe der Zeit. Das ist das, was mich immer wieder so beeindruckt und fasziniert, wie diese Attribute dann doch immer im Laufe der Jahrtausende weitergegeben werden. Sei es jetzt bei Ishtar, Inanna, also Babylonien, Akkadien, die Hathor, genauso als Mond- und Himmelsgöttin wurde sie eben auch bezeichnet und hat eben auch so diese Attribute oder dann auch so diese Mondsichel und Strahlenkranz finden wir dann auch wieder bei allen Göttinnen wieder, sind einfach solche Symbole der Göttin und der Weiblichkeit und
was eben auch irgendwie dazugehört, ist so diese planetarische, diese venusische, also die Venus und der Mond. Diese ist im Astronomischen ist es dann so, dass dann zum Beispiel, wenn die Venus und der Mond, was beides eben sehr weibliche Attribute sind, zusammenkommen am Himmel, ist es eben so, dass dann der Mond eben nur quasi nur die Sichel zu sehen ist, das also wenn die sich annähern, und das ist natürlich auch immer so dieses Symbol, dann eben die Mondsichel, die Venus, und dann soll eben auch dann meistens eben die Plejaden zu sehen sein, was wir dann wieder so mit diesem Strahlenkranz verbinden. Aber das ist wieder so ein ganz spannend, wie dann doch so aus verschiedenen Bereichen alles so zusammenfließt. Und ja, also für mich ist eben so diese Begegnung mit Maria oder mit der Göttin eben nicht nur eben dieses Mythologische, sondern hat für mich eben auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Und also gerade mit Maria, dadurch, dass ich ja schon erzählt habe, dass sie mich immer so begleitet, ist eben auch, als wir in Südfrankreich Urlaub gemacht haben, also da war ich, es war Ostern, Osterzeit, wir sind mit dem Auto nach Südfrankreich gefahren, und ich war einfach krank zuvor, mit Erkältung und Grippe, gehustet und Schnupfen und mir sozusagen die Seele aus dem Leib gehustet, also war so eigentlich, glaube ich, auch so ein Transformationsprozess, so ein Reinigungsprozess. Und die ersten Tage lag ich wirklich fast nur im Bett. Axel hat seine Touren gemacht, war auf den Spuren von Maria Magdalena, die ich leider nicht mit begleiten konnte. Aber wir waren dann gemeinsam in Saint-Marie de la Mer, in der Kirche am Hafen, die eben auch Maria gewidmet ist, wo es eben die Sage gibt, dass dann Maria und eben Sarah dort angelandet sind. Und ja, ich war in der Kirche und mir ging es irgendwie einfach irgendwie nicht so gut und war auch irgendwie mega traurig, und ich weiß auch nicht so viel, weiß ich nicht, mein Leid kam irgendwie so hoch, und ich saß da und sah diese wunderschöne Marienfigur, und bei mir strömten einfach nur so die Tränen. Und ja, und das Schöne war, also ich saß da, hatte die Augen geschlossen und habe es einfach dann eben fließen lassen. Und in diesem Moment, es war eben auch so eine Marienandacht, Rosenkranz wurde gebetet, und die Vorleserin, die hat das irgendwie eben auch mitbekommen, dass ich da saß und geweint habe. Und ich saß da, die Augen geschlossen, und spürte dann, wie so jemand die Hand auf meine Schulter legte, und da kam irgendwie schon so eine, irgendwie so eine Ruhe in mich. Und war dann auch so, dass ich dann so eine Stimme in mir hörte, so von wegen, du kannst mir dein ganzes Leid geben, kannst mir das abgeben, ich habe das Leid meines Sohnes getragen, ich kann auch dein Leid tragen. Und das hat mich so irgendwie so berührt, und irgendwie ich hatte noch so eine Gänsehaut. Ja, das war so schön. Und Ich saß dann nahe, da habe die Augen geöffnet, dann kam auch diese Frau und hat mir dann meine Hände in ihre Hände genommen, hat mir tief in die Augen geguckt, und das war für mich einfach, in dem Moment war sie so diese Vertreterin der Göttin auf Erden, und das war so, so wunderschön und so berührend. Und da bin ich irgendwie so dankbar, dass ich diese Erlebnisse immer wieder erleben kann und mich so eingebettet fühle in diese weibliche Göttin-Energie. Und wenn wir jetzt weiter zurückgehen in der Zeit, irgendwie so gerade mit Hathor und Isis, als wir dann in Ägypten waren 2012, wir haben eine Nilkreuzfahrt gebucht, konnten auch wirklich, waren wir beide so dankbar gewesen, alle Tempel besichtigen. Wir konnten überall hin und waren dann in Abu Simbel. Und in Abu Simbel gibt es einen Tempel, der ist der Nefertiti geweiht. Und wir waren in dem Tempel, und dann gibt es ein Steinrelief. Und da steht dann in der Mitte steht Nefertiti, und dann links und rechts steht dann eben Isis und Hathor, und Nefertiti wird dann durch die Göttin geweiht. Und ich habe mich dann quasi vor Nefertiti gestellt in derselben, ich kriege wieder so eine Gänsehaut, in derselben Gestik und Position,
und bat dann einfach Isis und Hathor um Unterstützung, um Hilfe, um dafür, dass ich dann eben als Frau meinen Weg gehe und die weibliche Energie, die Göttin-Energie hier auf der Erde verankern kann und leben kann und eben weitergeben kann und darf. Und das war so unglaublich. Irgendwann kam ich fühlte mich, mir wurde es ganz wie so in so einem Strudel, kam so ein Kanal irgendwie von der Erde nach oben und aber auch von oben nach unten, und das floss dann so durch mich durch. Und war eben auch wieder so eine unglaublich starke kosmisch-irdische Energie, die da durch mich durchgeflossen ist, und wo ich dann eben auch hörte: Wir sind bei dir, wir stärken dich, wir begleiten dich, du bist gesegnet, geh in die Welt, gib die Energie weiter, gib diese Weiblichkeit weiter, wir unterstützen dich. Das waren so die sinngemäß die Worte, die ich gehört habe, und das war so berührend, dass ich dann, wie gesagt, mir wurde es irgendwie ganz, ganz schwindelig, in diesem Kanal zu stehen, und bin so dankbar. Und das ist auch das, warum ich diese Videos drehe, und wo ich so dankbar bin, dass ich einfach so meinen Teil dazugeben darf, die durch meine Kunst, durch mein Sein, durch mein Frausein, durch das, was ich erlebt habe, das einfach in die Welt zu geben und rauszugeben, und ja, das, was ich geschenkt bekommen habe, eben auch wieder nach außen zu tragen. Ist dann doch ganz schön berührend, und das dann nochmal so zu durchleben und so mitzuteilen. Und ja, nochmal auf die Bilder zurückzukommen. Hier dieses Bild ist ein Ölbild auf Leinwand. Das habe ich dann eben mit Ölfarbe gemalt und gespachtelt. Und das hat so eine Krakelé-Technik. Ich dann auf La Palma dann eben auf dem Balkon, auf der Terrasse hingelegt und das in der Sonne trocknen lassen im Sommer. Und dann war dann eben wirklich, es gibt dann so diese Krakelé-Technik. Dieses mittlere Bild ist eine Mischtechnik, das ist quasi so eine Collage, das ist Seidenpapier auf Spanplatte und dann mit Ölfarbe gearbeitet. Genau, das ist auch, glaube ich, in den 2000ern entstanden. Und dieses Bild ist eben eine Technik, die ich nicht so oft verwende. Das ist mit Ölkreiden und Pastellkreiden auf Acrylfarbe auf Spanplatte. Genau. Ja, meine Lieben, ich freue mich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert, und selber mal zu gucken, was die Himmelsgöttin, die Himmelsgöttinnen Maria oder im Laufe in der Wandlung der Jahrtausende, wer euch da berührt, wie sie euch berührt, welche Aspekte sie bei euch anspricht. Und ich freue mich dann wie immer über ein Like, über ein Teilen, und wenn ihr mehr über meine Kunst, die Göttin, und ja, erfahren wollt, dann abonniert den Kanal, freue ich mich mega drüber, und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und freue mich auf das nächste Mal. Seid gegrüßt, passt auf euch auf, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Belinda. Ciao. Mm-hmm.